Gio Leute und willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Was zuvor geschah. Wir müssen alle Tools fürs Fenster zurückholen und wow, ist das ein blaues Encoding-Tablet? Und das eine Lasergun? Sven wird sich freuen. That's pretty much, also das ist jetzt alles gewesen. Oh, meine Ohren. Ah ja, stimmt, ich glaube, er hat ja jetzt seine Backstory erzählt. Lol. Hey, sag mir nicht, dass ich dir keine Chance gegeben hätte, mal Pause zu machen. Ja, das stimmt schon, aber irgendwie war ich interessiert daran, das mal zu hören. Aber ich werde auf jeden Fall darüber träumen, von der Backstory von dir. Ja, wenn wir schon bei der Nacht sind, die Sonne geht wieder auf. Oh, endlich. Ich dachte nicht, dass der Tag... Ah ne, die Sonne ist, geht gerade unter, nicht auf. Oh, endlich. Ich dachte nicht, dass der Tag mal so lange sein kann. In der Vergangenheit, als ich Spiele immer gezockt habe, ist die Zeit immer wie im Flug verflogen. Aber wenn man jetzt drauf wartet, dann, ja, fühlt es sich so an, als ob eine Minute echt Stunden brauchen würde, um zu vergehen. Ja, ich verstehe es schon. Aber jetzt ist ja endlich die Zeit gekommen. Ja, ich hoffe nur, dass Evel auch hier sein wird. Diesmal. Ich will nicht schon wieder warten. Naja, jedenfalls, ich komme sofort wieder. Pass auf dich auf. Ja, nice. Ja, dann haben wir es jetzt. Dann kriegen wir coole Tools. Also ich meine, ich könnte ja eigentlich... Oder? I mean... LOL! Ah ne, warte mal. Das sind die, die wir gecraftet haben. Und warum ist die Orange da? LOL. Packen mal die, actually, die Plasma-Muni dahin. Ah, kriegen wir jetzt alles aus ihrem Inventar? Ey, komm, ich war im Wasser. Wie unfair. Naja, geil. Übrigens, ich muss mal ganz kurz... Beziehungsweise das so machen. Und dann etwas... weniger die Mucke machen, so. Und dafür die Sounds lauter. So, ist ein bisschen sehr laut sonst, ne? Also ich meine, für euch im Schnitt werdet ihr es wahrscheinlich nicht merken, weil ich das hier so entsprechend anpasse der Lautstärke nach. Aber für mich ist das gerade schon echt laut gewesen. So. Oh, und wir haben Spitzhacke, Dietrich und Traumzieher bzw. Flashlight haben wir alles noch. Ich habe das schon alles vergessen. Ich dachte, wir brauchen alles wieder so. Aber nee. Ja, dann kriegen wir jetzt quasi alle Tools wieder und sogar noch unsere oder eine Plasma-Gun. Ja gut, dann haben wir alles und noch mehr. Dann freut's mich, weil ich dachte, jetzt kommt actually dann eine Mission, wo wir eventuell die anderen Tools noch finden müssen als Sven dann wieder. Aber nö. Ich habe ehrlich gesagt vergessen, dass wir diese Tools hatten und ein Hidden Button. Let's go. Mein Gott, die sind aber auch wirklich hidden. Also das ist wirklich gut versteckt alles. Man könnte ja meinen, die Textur würde irgendwie auffallen, aber nope, das tut sie nicht. Und warum waren die Chunks hier nicht? Oder ist das hier so gewollt, so Nebel? Nee. Ah, egal. Sei es drum. Solange es geladen ist, wenn wir da sind, passt das. So, Evel, gib mir mein Zeugs wieder. Die chillt doch locker irgendwie... in Franks Geheimversteck. Ah, sie ist schon wieder nicht hier? Vielleicht hatte Frank recht und man kann ihr nicht vertrauen, weil sie ein Tech-Frack ist. Irgendwie traurig, weil ich dachte, sie wäre nett und ehrlich. Ach, aber jetzt juckt es mich nicht mehr. Ich will nicht schon wieder so lange warten müssen. Hä? Oh oh. Was, wer schreit da so? Oh oh. Kann ich Painkillers nehmen? Oh, nice. Okay. Wait, please. Was jetzt dazu kommt. Oh mein Gott, was zur Hölle ist das? Oh oh. Oh dear, oh dear. Komm runter. Komm runter. Ey, yo, was? Ich konnte da nichts machen. Ah, geh weg von mir. Evel, du bist hier. Ja, bin ich. Tut mir leid, dass es so lange gebraucht hat. Bist du okay? Ach, könnte besser sein. Oh, wir werden die ganze Zeit geheilt. Ja, sieht nicht gut aus. Warte, lass mich dir helfen. Well? Geht's dir gut? Ja, keine Sorge. Oh Mann, Sven, dein Arm. Sicher, dass es dir gut geht? Ja, ja, mir geht's gut. Tut nur ein bisschen weh. Sieht nicht so aus, als ob du in Ordnung wärst. Oh oh.
Werden wir jetzt zu einem Zombie? Keine Sorge, ich... Sven, sag mir doch endlich, was falsch ist. Ich glaube, ich bin infiziert. Oh nein, bitte nicht. Hilf mir bitte. Aber wie? Gegengift, Mann. Ja, gut, dass ich kein Researcher bin, Mann. Wie soll ich dir helfen? Ich weiß, es gibt eins. Hatten wir nicht? Oh, unser Gegengift ist weg. Oh no, ich hatte mal eins. Oh. Ich habe es in dem Labor auf der Oberwelt gefunden. Oh, ja, dann lass uns da schnell hin. Sind da nicht Techfrags drin? Nee, die sind alle unter Wasser. Hier wird niemand oben mehr sein. Aktuell. Also ist das alles sicher. Okay. Hoffen wir mal, dass es da immer noch ein paar Proben gibt. Ja. Oh oh. Heißt das, wir kämpfen gleich als Sven? Oder gegen Sven? Endboss-mäßig? Oh, ah nö, wir können als Sven spielen. Aber ich will meine... Gib mir meine Tools, ich will auch eine Plasma-Gun. Ach man. Ja gut, ich schätze, du solltest einem Zombie auch keine Plasma-Gun geben. Also macht schon Sinn, dass sie uns das erst geben will, wenn wir quasi das Gegengift auch bekommen haben. Sonst wäre das Risiko zu hoch, dass wir so ein Zombie mit Lasergun wären. Ja, kann ich eventuell schon ein bisschen verstehen. Oh, das ist sehr cool gemacht. Haben wir jetzt auch ein Zeitlimit? Was passiert, wenn ich jetzt zu langsam bin und so? Ich mache euch mal hier ein bisschen Flashlight-Light an. Hups. Lol. Ist ja witzig. Ich habe einen Shortcut von meinem Task-Programm gerade getriggert. Oh mein Gott. Ja, das ist aber sehr, sehr cool gemacht. Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern, als ich das Let's Play damals geschaut habe. Wobei, gut, ich kann mich an viele Sachen nicht erinnern, aber das hier auch? Krass. Das kommt mir so gar nicht bekannt vor. So einzelne Dinger oder so, da denke ich mir immer, okay, das hast du schon mal irgendwo gesehen, aber das jetzt hier ist gefühlt für mich komplett neu. Die Musik passt übrigens gerade gar nicht zu dem Setting, in dem wir uns gerade befinden. Wollte ich nur mal anmerken. Na gut, so, wir müssen jetzt das Gegengift finden. So, wo ist das Gegengift? Ah, in dem Keller habe ich eins im Research-Raum gesehen. Und von einem, oder auf einem Papier, das ich gelesen habe, stand auch, dass sie derzeit daran arbeiten, ein Gegengift zu entwickeln und mehr Ressourcen dafür finden müssen. Okay, dann lass uns mal runtergehen und das finden. Ah, ich glaube nicht, dass es so leicht ist. Es war verschlossen und hatte einen roten, leuchtenden Block daneben. Oh, war das das mit einem Ziel in der Mitte? Ja, kennst du die? Ich kenne sie nicht nur, ich weiß auch, wie man sie öffnet. Oh, das ist eine große Hilfe. Dann lass uns keine Zeit verlieren. Okay. Klingt gut, dann machen wir das doch. So, das war hier direkt links, ne? Oder? Hier, das ist der Raum. Großartig, jetzt können wir es öffnen. Ja, auf Witze zu machen. Eine ernste Situation. Nein, ich bin ehrlich, ich öffne es jetzt. Ich habe ein neues Tool für dich. Welches das tun kann. Oder was das tun kann. Raygun? Ist nicht eine Plasma-Gun? Okay, aber... A strong range weapon. Technology in your own hands. Okay. Benutzt es, um diesen roten Block abzuschießen. Oh mein Gott, wie cool. Jetzt hat es uns auch eine Waffe gegeben, obwohl wir infiziert sind. Naja, ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll. Na gut. Und hier haben wir ein Gegengift. Ja, okay, perfekt. Okay, ich habe eins. Ich hoffe nur, dass es funktioniert. Ah, Spritzen tun echt weh. Kann ich noch eins mitnehmen eigentlich? Ja, ich hatte Glück. Da waren auch außerdem zwei drin. Oh, großartig. Danke, lieber Gott. Ich war schon sehr besorgt. Und das Gefühl scheint jetzt auch auf jeden Fall wegzugehen, so langsam. Ja, hoffen wir nur, dass es nicht nur in deiner Vorstellung so ist. Will dich ehrlich gesagt nicht als Zombie sehen müssen. Nein, ernsthaft, Mann. Ich hatte einen direkten Effekt davon. Na, okay, dann lass uns jetzt mal rausgehen. Nicht so schnell, ich nehme das andere auf jeden Fall auch mal mit. Nur mal, um sicher zu gehen. Wer weiß, wann man es mal brauchen könnte. Ja, klingt gut. Ja, das macht Sinn. Jetzt können wir... Boah, habe ich mich erschrocken. Jetzt können wir gehen. Aber die Frage ist ja jetzt... Bevor wir gehen, will ich natürlich hier gucken, ob wir unten hier so einen Block hatten, ne?
Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern, ob hier irgendwo ein Block war. Aber ich würde mich dann trotzdem ganz gerne umschauen. Oh, wir haben unsere Gasmaske nicht. Sie hat auch keine Gasmaske. Damn. That's a bit annoying, you know? Ah, irgendwie hatte ich gedacht, dass das, dass ich dann auch eine Gasmaske finden würde. Oh, krass, die fehlt uns dann tatsächlich jetzt. Müssen wir mal gucken, wo wir die herkriegen. Oder bin ich einfach nur blind? Nö. Okay, wir haben keine und hier können wir auch nicht durch, ne? Ja, schade. Ja gut, ich würde sagen, dann können wir auch erstmal nicht hier weiter uns umsehen. Gehen wir erstmal wieder raus, ne? Würde ich sagen. Warte, falscher Weg. Hier, genau. Gut, ich meine, wir könnten natürlich dann nach unten zu einem Teleporter. Was ist? Oh nein. Oh lol, unser Arm ist jetzt so voller Blut. Sehr cool. Oh, wir können Atem kaufen, würde ich mal sagen. Und Running. Kaufen wir mal Running. Atem habe ich dann keinen Money mehr für. Collect the second antidote as well. Oh, habe ich doch. Aber ich habe das doch gesammelt. Hä? Wo muss ich denn jetzt hin? Was ist das eigentlich? Da müssen wir mit dem Teleporter zurück. Was hat die gesagt? Okay, we can go now. Aber wohin? Oder sollen wir zu Frank zurück? Kann natürlich auch sein. Oh, das Loch in dem Boden ist gefixt, ne? Witzigerweise. Shutdown. Aber passiert nichts. Ja, gut. Ich würde sagen, dann gehen wir zu Frank zurück, weil zum Teleporter kommen wir nicht. Wir haben auch keine Gasmaske, dann macht das alles andere keinen Sinn. Gehen wir wieder zum Versteck zurück. Ah ja, go to Frank's hiding place. Genau. Wie viel Schaden macht das jetzt, ist die Frage. Wenn ich so einen Zombie damit abballer. Diesen fetten, der ging ja sehr schnell down, ne? Irgendwie mit der Plasma Gun. Oder war es jetzt nur, weil sie drauf geschossen hat, so Cutscene-mäßig? Naja, werden wir ja gleich sehen. Hier gab es ja irgendwo die Höhle mit einem Tier 0 Zombie. Ah, okay. Nee, wir sind schon dran vorbei. Never mind, dann. Und wir haben genug Money, aber sie gibt uns leider nicht mehr.